Das geschah in der letzten Episode von Let's Play and Do Shit in Saints Row the Third. Oh, oh mein Gott, der Tiger rastet aus! Und jetzt geht es weiter. Und wir sind wieder da. Hallo. Hallo. Und du gehst jetzt gleich zu Werke. Alles ist bereit. Ich warte nur noch auf das Startsignal. Wir haben das Gleitgel vergessen. Scheiße. Okay, dann müssen wir doch nochmal los. Hilft alles nix. Let's play and do shit in Saints Row the Third. Wie kamen wir eigentlich auf den Namen? Wieso liegen ja eigentlich Leichen rum? Warum hast du keine Maske auf? Wer hat diese Leichen zu verantworten? Ich habe den Knopf verwechselt, mit dem ich die Waffe auswähle. Ich habe eine Granate geworfen, anstatt das Ding rauszuholen. Besten Gruß an dieser Stelle an unseren Zuschauer Mojo und so. Oder so ähnlich. Ich glaube, ich kriege das jetzt noch zusammen. So für sein Feedback. Es gibt wieder ein bisschen mehr Hintergrundmusik. Sollte man ein bisschen was wahrnehmen können. Speziell für die Autofahrten. Haben wir... Wo sind wir hier eigentlich? Ich weiß nicht. Das ist Simons Hütte. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was... Wieso? Irgendwie... Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal runter und... Da ist eine Tür, da geht es raus. Open Door. Car Wash. Eine von Simons Aktivitäten. Ne, das wollen wir nicht. Was machen wir? Interessant. Simons so. Car Wash. Siehst du das Schild? Bitte. Warte. Wo geht's hier runter? In der Garage holen wir uns gleich das Auto. Zwei Treppen auch noch, oder was? Ja. Umständlich. Da das Ach, große hier Schild das. Hier. Simons Car Wash. So. Ich muss auch noch ein bisschen was hören. Wash and Wax 3% off. Booty Tab 100% off. What the hell? Okay, ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein Auto. Fährt hier irgendwo so eine Straßenreinigungsmaschine rum? Du mit deiner Straßenmaschine. Ich will zumindest eine für die Dings haben, ne? Hier für die. Sag schon. Für die Garage. Für die Garage. Da ist der Truck vom A-Team. Was ist das da hin? Das ist ein Smart. Nee. Um Jottas Wellen. Oh, da will jemand fotografiert werden. Tun wir ihm den Gefallen. You have no idea how much this means to me. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. What is this? What is this? Ja. Und? Kehrmaschine gefunden, oder was? Nope. No Kehrmaschine. Das Motorrad wäre schön gewesen. Wir müssen noch das Kehrmaschinenrennen fahren, ne? Kannst du überhaupt Motorrad fahren? Kann ich. Mein Gott, was machen die Leute? Ich kann auch Besen reiten. Besen reiten? Ja, Flugbesen. Fliegende du bist Besen. Auch so ein Besen. Ah, was haben wir denn hier? Pachemeca im Fuego, Nordberg. Ambulance, Status Quo, Scrubber! Da ist er, da ist der Scrubber. Get in! Machen Sie die Einfahrt frei! Ist es deiner? Miep, miep. Ich pack den neben mir in die Garage. Geht voll ab. Es gibt schon ein paar Kackautos hier. Ah!
Das war knapp. Ich hab geguckt beim über die Straße gehen. So, und dann schauen wir mal, welche Aktivität wir als nächstes angehen. Cash kann ich keins ansammeln. Angel, face your fear. Oder machen wir was? Wir machen Angel, oder? Machen wir erstmal Angel. Nicht. Ich habe immer noch nicht durchschaut, wie das hier mit Story und so funktioniert. Angel, where are you? I see you made it to the final test. Nope. Answer my question. I'm the gym training. Don't move. Sehe, du hast das voll im Griff. Ja. Warte mal, wie gehen wir mal? Warum hat die Kehrmaschine einen Alarm? Ich wollte eigentlich... Wie krieg ich die Musik in dem blöden... Wait. Ach, bei mir ist die Musik aus. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich höre. Ich höre gerade keine Musik. Oder das Ding hier hat keine Musik. Oh, Moment. Zementmischer. Der hat bestimmt Musik. Bist du sicher, dass du das Radio angeschaltet hast? In den wie machst du das Radio nochmal an? Keine Ahnung. Es hat so eine eigene Lautstärke halt. Die Musik. Oh, damn it. Sorry. Radio, overall. Gameplay? Ah. Vehicle Radio, always. Und dann musst du halt noch einen Sender auswählen. Mit welcher Taste? Mit dem D-Pad links rechts. Ah. Mojo, this is for you. Ich will den Zementmischer haben. Ich will den... Verfolgen Sie diesen Zementmischer. Mit der Straßenkehrmaschine. Geben Sie alles. Los, fahren. Da ist noch einer. Aber in der falschen Richtung. Near Miss. Bin so ein Teufelskerl. Moment, wir fahren erstmal im Gegenverkehr hier. Wir spürst du das? Im Gegenverkehr. Spürst du das Adrenalin? Nein, sie kommen mit. Wow. What? Todescrash. Okay. Da, Zementmischer. Ja. Kapern das Ding. So. Der will mich boxen, ey. Okay, komm, rein. Rein. Der will dich wieder aus dem Auto ziehen. Ja, viel Glück dabei. Viel Glück dabei. Der rennt hinterher. Warte. Das ist... What? Ah, ich muss das Auto hinter uns klauen. Nein, der hat mich überfahren. Oh, Wichser. Versperrt ihm den Weg. Dem da? Ja, oh. Hast du Granaten geworfen, obwohl du rennen wolltest? Das soll mal einer sagen, das würde nur mir passieren. Er mit dem Auto. Ich glaube, das fehlt mir. Come on, new one. So. Aus mit der alten. Ja. Okay. Wunderbar. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Ah. Also so ein Ding hat ja doch ganz schön Kampfmasse. Also ich möchte da voll, ich kann Ding. Dich kaum einholen, wie voll ab geht's damit. Ja. ja, nur, ich fahre hier schon einen Zementmischer und keine Straßenkehrmaschine. Oh mein Gott. Bam. Was machst du? Was zum Teufel? Oh, den habe ich da auf die Leitplanke gesetzt. Ich hab's nicht geschafft, zwischen denen durchzufahren. Der war übelst schnell bist. Hallo. Typ. Meine Straße. Wah. Wah. Was machst du da? Hilfe. Typ. Oh
Oh, mein Auto ist bestimmt gleich kaputt. Also, ja. Jetzt hast du die Trichteraufhängung hinten kaputt gemacht. Oh. Ups. What? Ich glaube, mein Auto hat ganz gute Kampfmasse, oder? So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier mit der Straßenkehrmaschine tackeln. Nee, geht nicht. Ja. Ein bisschen zu. Ich glaube, deine Beifahrertür ist hinüber. Könnte sein, ja. Er hat, glaube ich, ein bisschen was abbekommen. Ja. Ja, die Ampel auch. Ah. Polizei hat nichts dagegen. Nach Motto hier, alles in Ordnung. Meine Räder krumm, sind die Eiern voll. Meine Fahrertür ist hinüber. Hast du gut gemacht. Oh mein Gott. Dachte, jetzt werde ich hier weggebamst. Vom Zementmischer. Ich hab die volle Kontrolle. Tolle Kontrolle. Hä, wo müssen wir da hin? Du willst es wieder auf Biegen und Brechen ausprobieren mit der Laterne. Kann das sein? Du willst wieder den Salto Mortale, oder? Die geschmeidige Pirouette. Plöng. Plöng. Übelster Riss. If you're fighting the Luchadors, you need to be ready for anything. Der Tiger. Don't lose the message in the method. You mastered your fear. What the fuck is wrong with you? You're ready to face Killbear, but the Luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Hauptsache erstmal hier über den Tiger noch am Aufregen. Klasse. Jetzt muss ich mal kurz. Wo war denn hier nochmal die Garage? Ich glaube hinten rum, ne? Möglich. Aus dem Weg! Ah, dreh dich doch. Das Auto. Muss ich mal gerade gucken, ob ich das Auto schon hab. Schon das, bevor ich irgendwie jetzt gleich versuche in die... Wait, worum muss ich nochmal? Hier? Nee. Doch, hier rum. Ja, es ist ganz... Ah, Menü! Den hab ich schon. Keine Dinge essen in der Garage, deponieren, wenn du aus der Garage raus bist. Da hab ich doch schon. Komm ich hier raus? Achso, man muss das rausgehen aus dem Menü erstmal akzeptieren. Burnout in die Garage oder was? So. Wunderbar. Wir haben ein. Take me with you. Was müssen wir überhaupt machen jetzt? Also. Die Mission mit Angel haben wir erstmal abgeschlossen. Wir könnten noch eine Simos-Mission machen, Escort. Oh mein Gott. Da am anderen Ende der Stadt. What do I look like to you? Someone who can keep them safe while they turn tricks and make us money. All I gotta do is drive them. That's right. How hard can that be? You'd be surprised. Solange wir nicht wieder einen Tiger mit einpacken müssen, geht's. Wie der aber auch ausgerastet. What? Ich glaube, wir brauchen ein anderes Auto, das kann nichts. Das hat schon ein bisschen gelitten. Wenn du nicht die Aerodynamik eines Ziegelsteins... Das Auto da! Dann genau das Auto! Genau das Auto. Welches? Das, woran du gerade vorbeigefahren bist. Oh, eine Straßenkehrmaschine. Oder der hier. Der ist auch gut. Aber hier passen keine Dings rein. Ah, damit. Die Polizei hat uns beobachtet. Jetzt haben wir ein Problem.
Putz. Ja, was soll's. Hast du ein Auto? Noch nicht. Oh mein Gott, was war das? Der Kehrmaschinenfahrer rastet aus. Moment, ich komm und hol dich ab. Ja. Das, ich glaube, du möchtest dein Auto mitgreifen. Oh mein Gott! Warum tun die das? Das ist normalerweise mein Job. Not sure about his handlebars. Kann ich mitschneiden? Ja! Das sagt geil. Awesome. Oh mein Gott! Ja. Das sieht schnell aus. Du schaffst das. Glaub an mich, der an dich glaubt. Ups. Du bist der Bohrer, der den Himmel durchbohren wird. Was? Nur so funktioniert das. Na, du hast Gurren gar nicht gesehen. Dammit! Wow! Subtile Anime. Das kam überrascht. Die Leitplanke. What? Typ! Was machst du da? Das ist kein Auto. Oh mein Gott. Wir bei unserem Unfall auch erwischt wurden. Fahr, du bist der Fahrer. Na, toll. Das Auto sieht gut aus. Das weiße, ja. Stand up in ass. How can you pick my car? Erstmal weggeschoben hier. Wir haben noch keinen Müllwagen für die Sammlung, oder? Du solltest die Straßenseite wechseln. Beziehungsweise in die andere Richtung fahren, oder? Nee, wait. What? Das doch. Ich check das mit den Richtungen, die nicht immer. Wenn man auf der falschen Seite fährt. Mal schauen. Er holt sich der Navi? Jetzt. Ja. Jetzt, geht doch. Hat ja gar nicht lang gedauert. Überhaupt nicht lang. Gegend kommt mir bekannt vor. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber das ist auch das Fun. Aber das kommt dir bekannt vor. Durchaus. Falsche Richtung, Mann. Ich wurde nicht nach links abgebogen. Motto, du fährst da lang, wo ich will, dass du lang fährst. Rums. Na Motto, Gegenverkehr, ab jetzt fährst du in unserer Fahrtrichtung. Ah, wir sind da. So, mal schauen, was jetzt passiert. Ab ins Auto, ab ins Auto, ab ins Auto. Nee. Wait. Wo bin ich? What? Wo bin ich? Was soll... Na, anderes Auto, na klasse. You abandoned the car, retry. Aus einem alten Auto rausgekickt und dann waren wir auf einmal im neuen Auto. Ja, bei mir warst du aber nicht im neuen Auto. Bei mir standst du auf dem alten Auto. Ich habe am Auto festgetackert oder was? Oh mein Gott, ich muss irgendwas tun. Ich muss die Alte befriedigen. Ah. Erzähl mir, wie es gelaufen ist. Geht so. Wenn du Tipps brauchst, ne? Also. Also. Oh, how deep's that going in? Keep away from these people. Weißt du das? Ja. Weißt du Bescheid?
Konzentrier dich aufs Fahren. Put another in. What the fuck? Oh no. I hope they missed. God damn it. Oh, hat das geklappt? Okay, what you did with the place. Oh, no man can ever find that spot. What are you doing? Oh, that's some tongue you got. Was an entertainer to do the wicked. Oh, why can my husband do that? Drop the client off. Okay. La 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 la. But you can move, motherfucker. Honey, it's been a pleasure. Oh yeah. Aber die Frisur, meine Güte. Hey, wir haben es geschafft. Die wollte, dass ich die Autos kaputt mache. Sie wollte es. Nein. Sie wollte es. Er ist voll gewollt, Mann. Sie wollte was mit Zungen und so. Hast du der Dame gegeben, was sie möchte? Ja, natürlich. Sehr gut. Sie war sehr zufrieden. Wunderbar. Sie war sehr befriedigt. Das ist, was zählt. Den Damen geht es gut. Und wenn es den Damen gut geht, geht es uns auch gut. Und ich hoffe, wir haben heute alle etwas daraus gelernt. Diese Episode ist zu Ende. Ja, was soll man sagen? Was können wir an Lektionen noch daraus mitnehmen, außer lieb sein zahlt sich aus? Keine Ahnung. I don't even... Wait, no. Das ist so fun. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.